So, wieder ein Teil von der Z21, diesen Switch-Decoder und Roku 10836. Ich habe dafür mit meinem 3D-Drucker eine Halterung, ja, im Prinzip zwei Halterungen gemacht und wäre eben, sind recht schön geworden. Der erste hat da ein bisschen eine Beule abbekommen. Aber sonst das sind sie recht schön geworden. Haben wir da eine Vorlage von Internet heruntergeholt, sie angepasst auf die Größe. Und sie passt jetzt da recht gut, muss ich sagen. Ja. Wir müssen das ein bisschen versetzt machen, weil sie da ein bisschen zu lang noch ist. Da hätte ich den Hubler kürzer machen können. Aber das stört jetzt nicht, ich werde sie so versetzt machen. Ich habe da, ja, ihr seht, da habe ich ein doppelseitiges Klebeband drauf getan, weil ich werde sie mal so befestigen und dann erst anschrauben, so befestigen und dann anschrauben, damit eben dann das fest ist und da kann ich dann diese Box hineinschieben und dann habe ich sie oben unterhalb der Platte befestigt. Das schon einmal gemacht mit einem Kleber, war nicht so intelligent, weil ich es dann wieder heruntergebraucht habe. Ja, so ist es dann besser. So kann man es jederzeit wieder runternehmen. Ich habe auch die Stecker beschriftet, dass man braucht nur wieder die richtigen Stecker zustecken und dann passt das wieder alles. Ja, ich werde es jetzt eben da unten befestigen, ziemlich an der Stelle, wo ich es gehabt habe. Dazu entferne ich jetzt von doppelseitigen Klebeband noch die Schutz. Ich suche das auch so eben festzuhalten und so halbwegs an Stellen zu halten. Soll ziemlich in der Mitte sein. Und so. Gut. Jetzt haben wir das nochmal befestigt. Jetzt können wir das wieder ausziehen. Ihr könnt es jetzt mit den Dings lassen, werde mir aber jetzt noch Schrauben holen, damit es noch fester ist und so kann ich dann das immer da hineinschieben und wieder herausziehen und das kommt immer schön dazu. Das war mir wichtig, deswegen habe ich die Halterung so gemacht. Ja, das passt mir. Im Prinzip klebt das doppelseitige Klebeband, aber echt sehr gut, muss ich sagen. Also ich werde jetzt da gar keine Schrauben reinmachen. Erst wenn ich merke, dass das lockerer wird. Passt. Also wir können das jetzt dann wieder wieder verkehrt machen. Wieder alles anstecken. Das ist der die Nummer sieht ein bisschen schlecht. Drei habe ich da gesehen. Das heißt, die drei müsste eigentlich das sein, oder? Der Vorteil, wenn man es wieder rausziehen kann. Vierer kommt dann da noch rein, passt und bleiben uns noch auf der anderen Seite der Fünfer, kommt da rein und der Sechser, sechste Weiche. Kommt dann zum Schluss dann noch zum letzten da rein. Eigentlich vorletzt, ich habe noch zwei Steckplätze, das heißt, ich kann noch zwei Weichen, könnte noch zwei Weichen anschließen. Gut, und hier haben wir den Hauptstecker, der von der Z21 kommt, den müssen wir dann auch noch anstecken.
Nur habe ich da gesehen, da bin ich dabei noch mal ein bisschen zu kurz. Weil da was drauf liegt. Da muss ich mal schnell was machen. Weil das jetzt da. So. Das braucht man nicht, aber das müssen wir da durch. Wir werden das einmal befestigen da. Taugt man, ihr seht, es haltet. Ja, jetzt kommt noch der Hauptschalter, also der, der was den Decoder mit der Z21 verbindet. Ihr seht, das ist haltet fest. Ich kann das jederzeit rausziehen, rausnehmen. Das war auch der Sinn und Zweck, was ich haben wollte. Werde das aber umdrehen, weil ich haben möchte, dass der hinten ist, weil da habe ich ja noch zwei Steckverbindungen frei und es ist, glaube ich, auch von der Logistik besser. Also mindestens die zwei Stecker stören nicht so wie der da hinten. Wenn der hinten weiter ist, passt das besser. Ich werde ja dann die Z21 auch noch, die Box selber auch noch oben befestigen. Aber da muss ich noch zwei Halterungen ausdrucken. Das hat nicht geklappt bis jetzt. Und ja, das ist einmal das, was wir da jetzt einmal gemacht haben. So, jetzt haben wir auch die Halterung für die Z21 Box. Und fertig, wie ihr sehen könnt. Ist echt super, recht schön geworden. Ich habe diesmal auch mit Stützen gearbeitet, deswegen ist es wirklich recht sauber geworden. Mit einem normalen PLA-Drucker. Ja, bin sehr zufrieden. Und jetzt werde ich dann alles einmal montieren. Wie gesagt, gestern habe ich das mit der auch ausgedruckt, mit der PLA-Drucker. Von Anycubic, eben da war, das ist für den Router, das werden wir auch montieren. Ja, und dann haben wir mal Ordnung unter dem Modellbautisch. Wie behelfe ich mir jetzt das zu montieren? Normal nehme ich doppelseitiges Klebeband, indem ich das dann da drauf klebe und von unten nach oben drauf drücke, aber ich habe jetzt kein doppelseitiges Klebeband. Ich habe mir mit Dixo einmal die Halterungen überall dort befestigt, wo sie hingehören. Gut, und werde jetzt mit der Heißkleberpistole, wie ihr seht, darauf kleben. So, ich hoffe, dass das dann so viel haltet, dass das so oben bleibt. Ihr seht, kein professorisch hält das jetzt einmal. Und jetzt werde ich das einfach runter tun, die Dick so runter und die Box wieder raus und dann schraufe ich es an. Aber ich jetzt weiß, jetzt habe ich es wirklich an der Stelle, wo ich es haben möchte. Und ich brauche nicht messen und ich weiß nicht, was alles machen. Für die endgültige Ordnung unter meinem Modellbahntisch drucke ich mir jetzt noch eine Halterung für die Steckerleiste aus. Das macht er gerade, wie ihr sehen könnt. Mit diesem PLA-Drucker dauert es um die 9 Stunden. Da ist doch ein großes Projekt, eine große Form ist, die da ausgedruckt werden muss. Was die anderen Sachen betrifft, die Halterungen für die Z21, die haben ein bisschen pro Halterung so über eine Stunde gebraucht. Auch die Halterung für den Switch-Decoder und die Halterung für den Router, die hat so um die 2 Stunden gebraucht. Gestern habe ich jetzt noch die Halterung für die Steckerleiste ausgedruckt. Ihr seht, es passt. Da ist Platz auch für den Schalter. Und da ist auch die
Prüfung für die Steckdose. Und jetzt werden wir eben das noch montieren unterm Tisch. Dann haben wir wirklich alles unterm Tisch befestigt unter Ordnung. Das andere, so dass wir dann wirklich nichts im Weg herumliegen haben. So schaut jetzt die neue Ordnung unterm Tisch, Eisenbahn, Modellbahn, Tisch aus. Wir haben da den Router, wir haben den Switch-Decoder, der die Weichen schaltet. Wir haben die Z21-Box und dann eben noch die Steckerleiste, wo wir die Stecker anstecken können. Dafür haben wir die ganzen Halterungen mit den eben Drucker gemacht, mit dem 3D-Drucker. Und jetzt schaut es sehr gut aus. Der nächste Schritt wird sein, auch die Kabel dann noch irgendwie zu befestigen, damit sie nicht so herunterhängen.